kriegt das jetzt auch nicht schnell genug. Ich kann das nicht mal zu... Warum kann ich das jetzt nicht zu einem Vasallen machen? Was ist das für ein Unsinn? Hä? Wieso habe ich die Option nicht? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Müll? Wieder die Hauptstadt hier. Und Sienna will nicht, weil sie noch zu viel wenig Kriegsstand haben. Geil. Und niemand kommt, um die Stacks da mal zu vertreiben. Gut, ich könnte jetzt tausende Stacks ausheben. Die würden dann sofort wieder geschluckt werden. Also bringt mir das gar nichts. Wo ist jetzt Ungarn überhaupt? Ungarn, was machst du? Ungarn? Hallo? Da kommt Kroatien angeschissen, aber das wird auch wieder nirgendwo hinkommen. Toll, ich kann jetzt Weißen Frieden machen. Ach. Ich kann höchstens Weißen Frieden mit Sienna machen. Die wollen nicht mal ein Vasall werden. Nein, doch nicht. Es fehlen noch ein paar Punkte und die kriege ich nicht, weil... So, wäre jetzt mal jemand, irgendjemand so freundlich und würde mir mal hier helfen. Wo ist Ungarn mit seinen 20.000? Die haben doch... Ach. Ach, leck mich doch, ey. Nein. Ich brauche mindestens 10, um mir. Ich kann mir nicht mal Truppen leisten. Ich muss also hoffen, dass meine. Geil, ich muss hoffen, dass meine Verbündeten irgendwas hinbekommen. Ja, das wird bestimmt funktionieren. Bin mir sicher. Wo ist Ungarn hin? Hallo Ungarn, du hast doch irgendwo noch 20.000. Ungarn, du bist so nutzlos, das ist unglaublich. Ja, die machen da irgendwas. Ja, die laufen hin und her. Die laufen wirklich nur hin und her. Ach komm. Das ist auch noch ein Zweierstate. Naja. Kann nicht mal eine neue Armee aussehen, weil ich kein Geld habe. Könnte meine Währung entwerten, aber habe ich auch nicht genug Geld. Ach, ich entwerte sie mal, was soll ich denn schaffen. So, wobei lohnt sich das überhaupt, einen Stack auszuheben? Ich meine. Ihr habt jetzt nicht gerade aufgehört zu entladen. Warum? Geht wieder auf meine Hauptstadt und belagert. Warum stellt ihr euch jetzt daneben? Wollt ihr mich verarschen? Geh von meiner Hauptstadt, um sie daneben zu stellen. Achso, da kommt Venedig angelaufen. Na toll, mit dem 20.000er Stack. Und Ungarn, die auch 20.000 haben, die machen gar nichts. Geil. Liebe es. Perfekt. Ja, geil. Ich habe ja gerade angefangen, den Stack auszuheben. Einen. Mehr kann ich mir nicht erlauben. Alter, das geht ja komplett schief hier alles. Ja, einfach weiterlaufen lassen den Krieg. 10 Kriegsmöglichkeiten, da geht noch was. Ungarn, würdest du dich mal hier rüber bequemen und mir helfen? Ah geil, jetzt habe ich 1000er Stack und da stehen 4000 auf der Provinz durch. Ah, für Glück, mein Diktator stirbt. Ja, und da sind meine 1000er schon wieder weg. Geil. Läuft gut, ich habe minus 25 schon.
Ah ja, dann kann ich es auch gleich lassen. Also. So, Ungarn. Ungarn ist so scheiße. Meine Verbündeten sind so scheiße, dass sie inzwischen sogar die Seenation es geschafft haben, rüberzukommen. Ach komm. Oh, das ist alles so kratzig. Ich habe Ungarn auf meiner Seite. Aber Ungarn bekommt auch nichts gebacken. Was sei denn das über Radfriedens? Was willst du von mir? Will ich hier nicht Teile von Kroatien anbieten oder so? Oder Ungarn? Nee. So. Ja gut, gut, dass die erstmal ihre eigenen Provinzen entlagern. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben 11,2 Kriegsmöglichkeit, 11,6. Ach, leck mich doch. Ungarn alleine hat genug Truppen, um wenig Platz zu machen. Also, wenn Ungarn sie benutzen würde. Ich hasse es. Im Singleplayer ist das der Moment, wo du einfach aufhörst und neu anfängst, ganz von vorne. Ach. Moment mal, wieso habe ich immer noch Ambrosische Republik? Ach, Stabilität mehr als 0. Ach. Das Spiel als Verantwortung stellt. Das hackt so ein bisschen, ne? So, neue Armee ausheben? Hm, weiß nicht. Nochmal Währung entwerten? Ja, komm. Und hier mal das Medaillen, so. Aber das Problem schon mal gelöst. So, das sind 2,9. Hm. Glaub nicht, dass ich das. Es verliert jetzt aber nicht Ungarn auch noch gegen Venedig, oder? Nee, okay. Vielleicht nicht, vielleicht doch, wer weiß es nicht so genau. Oh, das kann doch nicht sein hier. Ey, das gewusst, hätte ich noch Miltechnik 5 abgewartet. Ja. Ungarn hat auch nur Miltechnik 3. Was zum Fick ist der ein Problem? Ja. So, 13 Kriegsmöglichkeit. Das gibt's nicht. Die gewinnen jetzt auch noch gegen Ungarn oder was? Anders. Schau mal das Kriegsziel erobern, vielleicht bringt das ja was. Nee, jetzt kommen die zurück. Ach, das gibt's nicht. Komm, beweg dich. Ach, minus 2 Kriegsmöglichkeiten. Nee. Gibt keinen Frieden. Das gibt's nicht. Venedig. Jetzt auch noch Ungarn teilweise belagern, weil Ungarn mal wieder ein. Alter. Ach, das ist alles nicht wahr. Das darf man auch keinem erzählen.
Ich kann die anderen beiden auch nicht raus werfen. Alter, das gibt's nicht. Ungarnbelager längern. Alter, und da unten haben sie auch gleich die Festung zurückerobert. Die Ungarn belagert hat, anstatt mir zu helfen. Wir hätten schon längst gewonnen, wenn die mal da hochgekommen wären. Aber nein, sie müssen 2000 Jahre da unten die Festung belagern. In der Hälfte der Zeit wird sie zurückerobert. Ach komm. So, hab das Kriegsziel erfüllt. Geil. Ja komm, egal. Für einfach weiter Krieg. Einfach weiterlaufen lassen. Okay, vielleicht kommt Ungarn mit seinen 24.000 Truppen jetzt mal irgendwas Sinnvolles machen. Wie sieht's denn aus, Ungarn? Erstmal aufteilen, genau. Erstmal aufteilen. Nicht, dass wir außersehen noch gewinnen sonst. So. Ungarn, kommst du? Ach, komm. Ah, ich kann ihr leider nicht mein ganzes Land geben. Schade. Ich kann ein Stück Kroatien geben. Ganz viel Geld, wie sieht's denn aus? Nee. Die wollen natürlich meine Aufstellung. Das Geld ist denen völlig egal. Was? Die möchten den Ort nicht mal. Jetzt Kriegsmüdigkeit. Ungarn, warum läufst du jetzt? Ach. Das. Ich kann nichts zurück. Naja, ich könnte. Dann verliere ich das Kriegsziel wieder, ne? Ungarn hat keine Kriegsmöglichkeit, nichts, aber die haben noch nichts gemacht. Die haben irgendwie 200 Jahre die Festung da unten belagert, anstatt sie geholfen haben zu gewinnen. Ungarn stinkt. Ja, die in die EU lassen. Ach toll. Das Mahnen für einen Krieg gegen Genua. Nur gegen Genua natürlich. Nicht, dass es zu viel wird für das Osmanen, ja. Mit zu vielen ja. Krieg führt. Wollen wir ja nicht. Na, Moskau wird auch schon ganz schön groß. Ja, wenn sie immer. Ich kann nichts belagern. Ich kann halt nichts belagern, weil ich nicht Truppen dafür habe. Ich kann es auch nicht ausheben, weil ich nicht die Rekrutenreserve habe. Und selbst wenn, dann würde sofort wieder Venedig kommen und mich zerhacken. Ja, ich kann mir nichts belagern. Ungarn, bitte zerschlag doch jetzt mal Venedig und stell dich. Belagern zu können. Sechs Regimente muss ich jetzt hier nehmen. Ich habe 3, muss reichen spielen. Ich gebe mal noch 2 aus.
Ungarn, Alter. 20.000 Mann da rumlaufen. Alles, was die machen, ist von A nach B und wieder zurückzulaufen. Und zwischendurch Festungen im Nirgendwo belagern. Das gibt's doch nicht, sag mal. Das doch, kann alles nicht wahr sein. Ja, geil. Kann ich bitte richtige Verbündete haben? Oh, Ungarn hat... Sag es nicht, die helfen mir jetzt am Ende noch. Was? Was? Die KI belagert... Muss ein Bug sein. Ja, nehme ich auch gerade. Ah, läuft schon weg, der eine Steak. Okay, alles gut. Ja, siehst du, da kam der Patch schon. Der Hotfix. Ja. Ja, hätte Ungarn direkt mal wenig zusammengeschlagen, wäre auch was passiert, aber haben sie halt nicht so. 16,7 Kriegsmüdigkeit läuft bei mir. Ich hatte gehofft, dass ich Jena Konstanz zu Vasallen machen kann, das ging auch nicht. Ach. Warum dauert das so lange zu rekrutieren? Das dauert sonst nicht so lange, oder? Ah, Baugeschwindigkeit regimentiert bis 34%. Ich wusste doch, dass das sonst nicht so lange dauert. Ach, das Schattenkönigreich. Nun in Italien herrschen? Wir müssen in Italien herrschen, klar. So, ich finde diesen Krieg jetzt einfach. Wann hat mich denn angefangen? 55 Jahre, wie das 5 Jahre. Oh, ich habe keine Ahnung, ob ich danach die Rebellen mit 17.000 noch bekämpfen soll, aber das ist ein Problem für Zukunfts-Ich und ich hasse Zukunfts-Ich. Oh, wieder Wichser verreckt. So, wenn meine Armee-Stacks hier noch irgendwann fertig. So, 5000 Mann im Feld, du. Fast schon die Hälfte vom Anfang. Fehlt nur, dass Ungarn gleich weißen Frieden macht, aber keinen Bock mehr oder so. Muss Ungarn überhaupt der andere Stack? Die hat doch eben noch. Nein, Ungarn, warum belagerst du jetzt schon wieder Korfu? Ich hasse dich. Hey, ist unglaublich. Es ist unfucking glaublich. Anstatt dass sie da oben ordentlich helfen oder, keine Ahnung, Ungarn, Venedig bekämpfen, geht Ungarn halt wieder. Teilt sich auf, damit sie nicht mehr groß genug sind, um Venedig besiegen zu können. Belagern einmal irgendwo im Nirgendwo was und einmal sogar was halbwegs Sinnvolles. So. 19 Kriegsmüdigkeit. Läuft. Was passiert, wenn man 100 hat? 20 hat. Unruhe plus 20 habe ich schon. Geil. Geil. Ablehnen. Wir führen diesen Krieg jetzt bis zum Ende in Venedig. Ach, jetzt haben sie plötzlich wieder hoch. Warum? Ach so, weil sie Belagerung gewonnen haben und Stack geschluckt haben. Natürlich. Ja.